Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen God Mode TV, zum heutigen JFD-Devisenradar am 24.06. Man muss schon sagen, sehr, sehr historisch, was wir hier heute erleben. Der Brexit ist da, Sie werden es schon mitbekommen haben, das ist keine Überraschung, dahingehend, dass die News ja schon seit den Morgenstunden bekannt sind. Die Reaktion an den Märkten entsprechend deftig, heftig, entgegen dem viele auch tatsächlich erwartet haben, dass die Briten aufgrund ihrer konservativen Einstellung eben doch im EU-Verbund bleiben und das Brexit sozusagen ablehnen, ist es dann doch anders gekommen und die Enttäuschungen sind hier genauso entladen worden, wie man das eigentlich auch rein technisch erwartet hat. Also die Indizes, wie gesagt, zweistellig im Verlust und genauso geschieht es hier an den Währungsmärkten auch. Heftige Abgaben, insbesondere natürlich beim britischen Pfund. Das Vertrauen ist jetzt erstmal weg und wir sehen jetzt hier den Verlierer des Tages bislang und das wird wahrscheinlich auch so bleiben, nämlich hier das britische Pfund gegenüber dem japanischen Yen, ja ohnehin aufgrund der Fluchtwährung Yen ganz klar hier das Paar mit den größten Abgaben. Aktuell auch noch immer zweistellig prozentisch, also prozentual zweistellig hier im Verlust. Das ist eine Hausnummer. Dafür brauchen Währungspaare im Prinzip mehrere Wochen, wenn nicht gar Monate, um solche Bewegungen zu vollziehen. Letztlich hier innerhalb der Nacht alles vollzogen und in der Spitze gab es sogar hier Abgaben, die gingen in Richtung 16, 17%. Über 2500 Pips auf jeden Fall verloren und das innerhalb kurzer Zeit. Hier war wirklich ein ganz, ganz großes Beben am Start und das britische Pfund aufgrund des Vertrauensverlusts. Verlusttest hier ganz klar natürlich abgestraft und der Yen im Sinne dessen als Fluchtwährung gesucht und ergo hier British Pound Yen ganz klar der Flop des Tages. Und wir sehen, der Markt ist hier, deswegen auch das große Bild im Wochenchart, zurückgekommen bis hier zu einem Niveau bei 1,33, 22, 23 rund und wir sehen hier, ableitend aus 2012 und auch hier so eine Stauzone aus 2010, 2011, dass hier eine Zone ist, okay, da sieht man einen kleinen Rebound unten an diesem Match und wir sehen auch, dass wir von diesem Niveau ausgehend vom sozusagen Tagestief mal eben gute 800 Pips schon wieder hochgeschossen sind, gute 5, 6%. Das ist natürlich enorm. Und jetzt ist ganz klar der nächste Punkt. Die Notenbanken sind natürlich auch hier allzeit bereit. Und jetzt darf man gespannt sein, was da noch letztlich aus der Ecke der Notenbanken kommen. Die Einflüsse hatten ja schon immer stattgefunden. Und die britische Notenbank selbst hat hier schon umfangreiche Notfallplanungen in Aussicht gestellt. Also das heißt, dass hier ja Interventionen stattfinden werden, beziehungsweise auch hier nochmal die ein oder andere Maßnahme sicherlich ergriffen wird und auch das Thema Leitzinsanhebung in den USA ist natürlich jetzt nunmehr ein Stück weit ja, nach hinten gerutscht. Die Frage wird nämlich sein, ob die Amerikaner dann hier eben aufgrund der jetzt global, primär natürlich Europa, aber auch global natürlich ausgerichteten Risiken hier jetzt die aggressive Zinspolitik weiter fortgefahren wird. Der Brexit selber wird sich natürlich auch nicht von heute auf morgen vollziehen, das ist ein Prozess über Jahre. Aber es wird natürlich ganz, ganz viele Veränderungen geben. Und die Kernfrage ist eben, wie letztlich das Ganze dann verpackt und auch umgewandelt wird. Letztlich die große Frage oder die große Angst bei allen Marktteilnehmern ist natürlich auch die, Great Britain hat den Anfang gemacht. Man hört ja auch hier schon, dass Holland jetzt auch schon in den Startlöchern steht und das natürlich hier so ein Dominoeffekt sein könnte, der ganz Europa hier ein Stück weit dahinschwinden lässt. Und das ist eben die ganz große Gefahr hier aus Brüssel heraus, dass das eben passieren könnte. Ich denke, da wird auch heute noch einiges zu hören sein, beziehungsweise einige Statements kommen, auch um mögliche andere Länder davon abzuhalten, solche Referenden zu starten und hier möglicherweise Austrittsgedanken zu haben. Das wird, wie gesagt, spannend bleiben und die Turbulenzen, beziehungsweise die Unsicherheiten jetzt im Hinblick dessen, was jetzt erstmal mit UK passiert, aber auch generell natürlich mit der Frage EU, ist jetzt wieder ganz, ganz groß aufgekocht und das wird sicherlich für die nächsten Wochen auch immer wieder spannend bleiben. Man darf also davon ausgehen, dass die Volatilitäten hoch bleiben werden. Rein charttechnisch, wie gesagt, beim britischen Pfund gegenüber dem japanischen Yen ist hier kurzfristig eine Unterstützungszone, ein kleiner Boden gefunden worden und unten, oberhalb dessen kann jetzt hier letztlich, und das muss man ganz klar sehen, wenn man sich diese Range hier anschaut, zwischen 1,33 grob und 1,48, da reden wir hier über 1500 Pips rund, kann jetzt hier viel passieren. Ja. Also in dieser Zone kann es jetzt wirklich wild hin und her gehen und man muss jetzt auch klar mit erhöhter Volatilität rechnen. Euro-US-Dollar heute auch 464 Pips schon gelaufen. Das ist natürlich hier enorm, enorm, enorm heftig und ich denke nicht, dass es jetzt die nächsten Tage in Richtung mehrere hundert Pips gehen wird, aber es wird immer wieder einzelne Tage geben, wo sicherlich auch sehr, sehr große Ausschläge definitiv stattfinden werden.
Sei es, weil die EU hier noch bestimmte Statements raussendet, sei es, weil die Notenbanken eingreifen. Heute, wie gesagt, der Tag auf jeden Fall, der Tag 1 nach dem Brexit oder zum Brexit vielmehr, wird jetzt auf jeden Fall hier die Märkte auch noch weiter in Wallung halten. Und man darf eben gespannt sein, was über den Tag noch passiert. Letztlich, wenn das Wochenende vorüber ist und sich der Staub so ein Stück weit gelegt hat, muss man dann in der kommenden Woche nochmal abwarten, wie dann hier die Bewegungen aussehen, gerade wenn über das Wochenende hinweg hier diverse Maßnahmen dann auch bekannt gegeben werden, dann kann das natürlich auch im Forex-Markt gerade hier für die Eröffnung zum Sonntag wieder Gaps bedeuten, die definitiv auch eingeplant werden müssen, meines Erachtens. Also nach dem heutigen wilden Hin und Her, beziehungsweise wilden großen Abgaben ist davon auszugehen, dass es dann sicherlich übers Wochenende auch noch die ein oder andere Meldung geben wird, die dann wiederum sozusagen eine Gap Spanne sicherlich befürworten. Also ich gehe ganz stark davon aus, dass wir da sicherlich was sehen werden. Nach oben wie nach unten, aber auf jeden Fall wird die Volatilität hoch bleiben und das muss man natürlich wissen. Der ein oder andere Eventtrader hat, und das weiß ich aus eigenen Kreisen, die Nacht gutes Geld verdienen können, sofern man eben auf der richtigen Seite stand und hier rechtzeitig in den Move reingegangen ist. Also gerade eben mit der Veröffentlichung der ersten verbindlichen Zahlen, da sehen wir jetzt mal hier im Stundenchart, da ging es ja 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr, ging es ja dann richtig los, bis in der Früh dann um 4 Uhr. Ich hatte das auch gestern im Stream mal dargestellt, wie die einzelnen Uhrzeiten hier zu sehen sind. Da die Grafik dazu, die gerade geladen wird, und da sehen Sie eben hier, dass die 4 Uhr, 5 Uhr, dass die Auszählung der ganzen Ergebnisse letztlich dann eben immer weiter festlag, je weiter der Morgen voranschritt. Und genau diese Bewegung sahen dann eben auch vor, dass hier dann tatsächlich der Brexit erfolgt. Und das war dann natürlich hier der Umkehrschluss, dass der Markt hier sichtlich einbrach, sichtlich in die Knie ging. Und wenn wir uns jetzt den Stundenchart mal anschauen, dann sehen wir jetzt hier so eine korrektive Erholungsbewegung und wenn wir vom nächtlichen Hoch mal ausgehen zum entsprechenden Tief, drehen wir Fibo-Levels mal um, da haben wir sie besser im Griff. Ja, also heute Morgen hier 6 Uhr das markante Tief gemacht mit einer Doji-Kerze im Stundenchart, also schon mal hier ein Unsicherheitsmuster. Jetzt schraubt sich der Preis hoch und Sie sehen es schon hier, 38er Level wäre knapp 143,50, bei 146,65 wäre rund das 50er Retracement und hätte man auch hier, wenn ich mich gerade im Stundenchart rausscrolle, sozusagen auch ein Level der Widerstandszone und sollte es eine Erholung geben, hoppala, sollte es eine Erholung geben, dann ist dieses Niveau sicherlich ein erstes Level, an dem man hier durchaus mit Gegenwehr rechnen kann. Wie gesagt, es kann heute, wie gesagt, noch sehr, sehr wild, sehr, sehr dynamisch werden und insofern gebietet sich für den, der hier eher die, ich will es mal so nennen, klaren, sauberen Setups sucht, die ruhigeren Setups, um hier dann eben kontinuierlich Geld verdient, der hält sich eben noch ein Stück weit zurück, weil wie gesagt, ich sage immer wie gesagt, die wilden Katzensprünge sind hier definitiv heute auch noch weiter zu erwarten und nicht auszuschließen. Und das heißt durchaus mit einer gewissen Sorgfalt und Obacht agieren. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es mal im Blick gewesen heute hier mit dem Tag 1 oder zum Tag des Brexits. Es wird uns sicherlich die nächsten Wochen, Monate noch weiter verfolgen. Wir werden das Thema weiter aufarbeiten. Das Pfund auf jeden Fall erstmal abgestraft, große Unsicherheiten an Bord und das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar wird sicherlich auch in der kommenden Woche, Schrägstrich vielleicht sogar heute nochmal im schriftlichen Fokus stehen, um sozusagen mal die Lage einzugrenzen. Das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar habe ich jetzt hier nicht behandelt, weil eben das britische Pfund gegen den japanischen Yen auch als Biest bekannt hier, das Paar mit den größten Abgaben, mit den größten Rücksätzen waren und insofern hier heute mal im Fokus. Ich sage danke fürs Einschalten, meine lieben Zuschauer. Wenn Sie mögen, übrigens heute Abend 19 Uhr gibt es nochmal ein Spezialwebinar zum Money and Risk Management, auch bezüglich der DAX Minis betreffend. Geht eben darum, hier Ihr Trading ein Stück weit fein zu justieren und das schauen wir uns heute Abend an. Sind Sie herzlich eingeladen auf der JFD-Eventseite, kostenlose Anmeldung möglich. Ich sage erstmal danke fürs Dabeisein, wünsche Ihnen noch einen schönen Restfreitag, geben Sie Acht auf die Märkte und auf bald, Ihr Christian Kämmerer. Tschüss.